An jeder Seite der Flasche wird ein besonderes Sturmstreichholz mit Isolierband befestigt. Als Ersatz für die besonderen Sturmstreichhölzer können Dochte aus Gewehrreinigungsdochten verwendet werden. Wegen mangelnder Saugfähigkeit sind sie in ihrer ganzen Länge mit der Flüssigkeit zu tränken. Die mit einer Papiermanschette in den Flaschenhals eingeführt werden. Beim Näherkommen des Panzers werden die Sturmstreichhölzer vor der Docht entzündet. Die Flasche wird entweder gegen die Fahrerfront geworfen, um den Fahrer zu blenden, oder sie wird auf das Heck des Panzers geschleudert, um den Motor zum Stehen zu bringen. Schleudert man weitere Flaschen...